miteinander und herzlich willkommen zum Ärztemagazin hier auf TV Oberwallis. In einer anderen Welt, also heisst die Kunstausstellung, die im Rahmen der Triennale 2014 zu Turtmann gezeigt wird. Der Walter Bellwald hat vorbeigeschaut. Zu Turtmann wird an diesem Tag im Rahmen der Triennale 2014 die Kunst grossgeschrieben. Im ehemaligen Hotel Post und an anderen Orten im Dorf haben sich verschiedene Künstler verwirklicht und zeigen ihre Einrichtungen und Werke. Sabina Käser, die selber als Künstlerin schafft, über die einzigartige Ausstellung. Der Besucher hat als erstes einfach ganz einen vertieften Einblick in ein Dorf, das im ersten Moment vor sich her ruht und schweigt. Sie sehen in ein Dorf rein, wo im ersten Moment die Strassen ganz unbelebt sind. Dann gehen sie in die Häuser rein, die die Bewohner von hier aufgemacht haben mit der Initiative vom Herrn Gartentor. Und all den Künstler, die nachher in diesen Häusern reagiert haben auf den leeren Raum. Und es gibt ganz viele verschiedene Arbeiten zu sehen, die das spiegeln, das Dorf. Und ja, sei das in Form von Installationen oder Malerei. Ja, eine beeindruckende Geschichte, ein Dorf, das sich so auftut und sich zeigt. Eines dieser Projekte im Dorf heisst «Bye Bye Fly» von den heimischen Künstlern Annette Kummer und dem Gustav Otschier. Hier in Turtmann haben sich die Künstler der Visarte Wallis und Visarte Valle zusammengetan und gemeinsam die Installation «Bye Bye Fly» im alten Zeughaus eingerichtet. Wir haben das Thema des stillgelegten Militärflughafens in Turtmann zum Anlass genommen, die in diesen gut 50 Jahren stattgefundenen Flugbewegungen in einem sehr poetischen Bild in diesen Raum zu platzieren und hoffen, dass es die Leute anspricht, genauso wie es uns Freude gemacht hat, das zu installieren. In zig Arbeitsstunden haben die Künstler zusammen mit Schulkindern von Turtmann die Papierflieger gefaltet und die Installation «Bye Bye Fly» eingerichtet. Wir haben einige Tage gebraucht, nachdem wir in mehreren Vortreffen die Art der Installation überlegt haben, wie soll dieser Flugzeugteppich aussehen, wie soll die Faltung sein, wie ist die Aufhängung möglichst schnell zu machen. Wenn es dann einmal angefangen hat und die ersten Bahnen der Flugzeuge hängen, geht es relativ flott. Nur die Vorarbeiten brauchen natürlich auch ihre Zeit. Mit dem Gustav Otschier wirkt euch ein Künstler aus dem eigenen Dorf bei der Ausstellung mit. Für mich ist es flott, dass ich mal im Dorf jemanden treffe, der über die Arbeit reden kann, über Kunst. Hier gibt es sonst eigentlich wenig Leute, die sich interessieren, was ich mache. Es gibt Kontakte in die Schweiz, mit den Mitausstellenden, auch, dass wir mit den Unterwallisern zusammen mitmachen können. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich eine Gemeinschaftsarbeit mitmache mit Oberwallis und Unterwallis, eine Annäherung. Das hat gut geklappt. Aber nicht nur der ehemalige Militärflugplatz von Turtmann ist das Thema bei der Ausstellung. Die leerstehenden historischen Strukturen im Tüsig-Seelodorf haben nicht weniger als 30 Kunstschaffende auf Initiative vom Heinrich Gartentor wiederbelebt und mit ihrer Einrichtung zum Leben erweckt. Die Resonanz ist sehr gut von den Menschen, die hier finden. Sehr vielseitige Rückmeldungen. Die Leute sind berührt, beeindruckt von der ganzen Idee, auch in diesem Dorf so eine Geschichte zu machen. Ja, und sind begeistert. Sehr kritisch manchmal auch, aber wirklich vielseitige, schöne Rückmeldungen. Heute Gustav Otschier, der mit dem Katzenschädel und der Stahlfeder ein Zeichen setzt, bekommt Reaktionen auf seine Arbeit. Ja, Reaktionen hat man so aus dem Dorf zum Teil. Und für ihn selber ist es auch noch interessant zu sehen, ich wohne hier seit 65 Jahren und wenn man dann mit Fremden durchs Dorf geht, sieht man dann plötzlich wieder Sachen, die ihm sonst nicht mehr gerade so auffallen, wenn man täglich herumläuft. Auf das Kunstverständnis von Oberwallisern angesprochen, gibt sich der heimische Künstler zurückhaltend.
Wahrscheinlich ist das also wie überall. Es hat einfach eine Gruppe, die sich darum interessiert. Ob es prozentual mehr oder weniger sind als in der Stadt, will ich nur bezweifeln. Aber es muss jeder, muss halt auch offen sein, selber, für, ja, dass er spürt, was der andere hat wollen. Das Schlimme ist einfach, dass die Leute den Schirm ziehen, bevor sie hören oder schauen. Das Herzstück der Ausstellung ist das ehemalige Hotel Post. Das Wichtige oder Schöne an dem Ganzen finde ich einfach, dass das wird ein Treffpunkt hier in dem Hotel, wo unterschiedlichste Menschen anfinden, sei das Einheimische, sei das Leute von Enetenberg, Leute, die sich intensiv mit Kunst auseinandersetzen, aber auch andere, die gar nicht. Da findet die Reibung statt, die Begegnung zwischen der ganz begreifbaren, fassbaren Realität und auch der Fantasie und den Visionen, den Illusionen, auch den Träumen. Das kann hier stattfinden und hat auch stattgefunden. Und ich finde, das ist, ja, das hat Zukunft, auch in so einer Energie weiterzugehen. Wer Lust hat, die interessante und vielfältige Ausstellung zu besuchen, hat noch bis Ende August die Gelegenheit dazu. So viel zum Thema Kunst für diese Woche. Ade miteinander.